Los geht's. Ich hab's heute, lass mich mal überlegen, Mittwoch. Mittwoch haben wir. Boah, ich muss unbedingt was am Drehzahlmesser machen. Aber egal. Who cares? Die Stadt ist voller Bullen, beziehungsweise halt Polizei. Wir wollen es ja mal richtig aussprechen. Aber soll mich nicht interessieren, weil wie gesagt, wenn man sich halbwegs dran hält an alles, dann sollte das keine Probleme geben. Ich begrüße euch zum Motovlog und mal gucken, was, wie gesagt, heute hier noch geht. Ob wir noch was finden. So ist ja mehr zum Feierabendbereich. Also, wir haben es irgendwie kurz vor 7. Oh, ich will eigentlich nicht so heizen jetzt. Nee, die schafft locker, kein Thema, aber oh, ich will es einfach jetzt ganz, ganz ruhig angehen lassen. Ganz gechillt. Ach so, ich hoffe, die Kamera hinten läuft auch mit. Ich habe die ja dann von vorne. Ich hatte die ja vorne auf der rechten Seite an der Gabel. Ach so, man sollte natürlich erstmal Licht anmachen. Ja, ich hatte die ja vorne an der Gabel dran. Und dachte ich mir halt auch, naja, das bringt halt so wirklich viel gar nicht, weil die Position fast dieselbe ist, ob ich jetzt die GoPro hier oben habe oder halt eben unten noch eine Kamera, scheißegal, die Sichtweise ist ähnlich, dann lieber doch von hinten, falls halt hinten was Cooles passiert, dürftet ihr das jetzt auch sehen. So, Schock machen wir mal raus oder Schock, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Boah, die hört sich so geil an. Die hört sich so geil an. I love it. I fucking love it. So, ja. Wie gesagt, eine kurze Runde. Und ich will halt schon, wenn es möglich ist, sage ich mal, dass man zumindest einmal in der Woche einen Vlog drin hat, einen Motovlog. Das sollte machbar sein. Da haben wir wieder Polizei. Da hätte ich ja wirklich viel zu viel Schiss, wenn ich halt wirklich irgendwie eine total heiße Karre fahren würde, sage ich mal. Also wo halt, wer weiß, was dran gemacht ist, was halt nicht eingetragen ist. Das halt da sitzt, scheiße und nicht so lustig, glaube ich. Na, ist noch. Ist noch kalt. Die läuft noch nicht so, wie sie soll. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht zu krass, aber also ich habe das so empfunden, als die letzten Vlogs waren, als ich mir es dann angeschaut habe, dass es teilweise mit offenem Visier, also so wie ich es jetzt habe, sogar noch besser zu hören ist, weil dieser Hall im Helm dann nicht so krass laut ist. Und ja, dann kann man sich das halt so auch geben, wenn dann die Windgeräusche noch gehen, dann wäre das ziemlich cool. Ansonsten, was habe ich sonst noch vor? Boah, nee, die nimmt ja noch gar nicht an. Die ist ja noch total cold. Cold as ice. Ich hätte gern hier noch eine Temperaturanzeige. Und ich hätte auch gerne noch eine Uhr drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre schon ziemlich cool, dass man da einfach noch ein bisschen mehr Input hat. Na, immer noch nicht. Der nimmt noch nicht so Gas an, wie er soll. Die kleine Maus. Ich meine, ich könnte ja sogar noch auf die Bahn kurz, aber da wird natürlich auch noch die Hölle los sein. Von daher auf der A7 um die Uhrzeit ist, glaube ich, jetzt nicht so der beste Deal. Naja, wir werden sehen, was sich noch so ergibt, was wir hier noch Nettes sehen. Hoffen wir das Beste. Hauptsache, du hast mich gesehen, Junge. Ich wäre gerne geradeaus gefahren, aber ich kenne da noch ein paar Tricks. Ich kenne da ja noch ein paar Tricks. Und jetzt könnte ich da noch durch. Ach komm, ich will es ruhig angehen lassen, wie gesagt. Feierabend. Man muss nicht nochmal zum Feierabend aufs Maul fliegen. Hab gerade noch... nee, ich habe gar nichts geschnitten. Ich habe heute nur
zwei Videos noch so weit fertig gemacht. Ich hatte sie schon geschnitten, also die Clash of Clans Videos, und hochgeladen und Thumbnail gemacht und so. Yeah, Digga, Digga. Hier krasser Bentley auch in der Farbe. Meine Farbe wäre es definitiv nicht. Aber in Kombi mit den schwarzen Rims ist das natürlich schon eine geile Sache. Da steht schon wieder die Polizei. Krasse Sache auf jeden Fall. Oh, ein RS6, yo, das müsste einer gewesen sein, aber der hatte gar nichts dran zu stehen. Normalerweise hat das ja im Grill, aber man sieht ja dann doch schon, okay, der ist ein bisschen breiter als ein normaler A6, aber was das halt dann wiederum kostet, ist ja halt eben auch nicht mehr normal. So, schönen Schulterblick gemacht hier, so wie sich das gehört hier, und den Blinker machen wir wieder aus. Ansonsten, ihr werdet es vielleicht gesehen haben, ach, da ist der Polizist gerade am werkeln und am gucken. Da darf gerne mal geguckt werden. Gucke ich natürlich auch immer gerne hin, logisch. Ich meine, da wo was passiert, wisst ihr ja selber, da schaut man natürlich gern hin. Ja, wo befinde ich mich wieder? Also wieder hier halt Hamburg. Ja, was ist das? Ist das hier Eimsbüttel? Gucken wir mal, vielleicht, also hier kenne ich mich nicht aus. Also in dem Bereich, weil ich selektiere halt immer danach, wo ich halt am Arbeiten bin. Da kenne ich mich halt gut aus. Und da kennt man dann halt auch die Straßen und die Straßennamen und alles, das ist klar. Aber alles, sobald man halt eben schon... Das sind jetzt nur, also als wir gerade unter der Brücke lang gefahren sind, den Bereich kannte ich halt noch. Und ja, das hier kenne ich halt schon gar nicht mehr. Aber gut. Sieht aus wie eine Schule. Ernst-Horn-Straße, yeah. So, ich glaube, langsam wird sie warm, dass man dann eben auch mal ein bisschen Gas von ihr verlangen kann. Ja, wie gesagt, ich finde es auch ziemlich geil, wie halt die Kommentare so kommen. Oh ja, cool, und hätte ich auch nicht gedacht, dass die halt nur 600 Euro kostet und so weiter. Finde ich ziemlich geil. Also das mag ich sehr. Also ich finde es richtig gut, dass ihr euch da so einbringt und halt Fragen schreibt und wie auch immer. Das finde ich cool. Habe ich auch nicht anders von der Community erwartet, muss ich auch sagen. Aber trotzdem hätte ja sein können, dass es halt, wie gesagt, gar nicht so ankommt. Aber wie gesagt, ich würde mich halt immer wieder dazu entscheiden, noch so eine kleine Sache zu verkaufen. 4000 Euro, ja genau. Herzlichen Glückwunsch! So. Ja, dann haben mich noch manche gefragt, na, wie sieht's denn aus, was hast du denn für Führerschein gemacht und so. Bei mir ist es ja, wie gesagt, schon ewig her. Also ich bin ja schon, ja, wie gesagt, halt eine alte Sau. Ich bin ja jetzt gerade 31 geworden und jetzt mache ich meinen Helm zu, mal gucken. Wie gesagt, dann wird die Audioqualität ja wieder irgendwie ein bisschen, ja, schlechter. Aber man will ja auch mal ein bisschen schneller fahren. Ja, wie gesagt, hier... Ich habe zuerst halt einen Moped-Führerschein gemacht, halt mit 16. Der war relativ teuer, der war irgendwie über 1000 Euro, irgendwie 1600 sogar oder so, irgendwie sowas. Muss ich aber auch dazu sagen, dass das Praktische nicht beim ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche da nicht irgendwie hinterm Baum halten oder so und sagen, oh nee, hier, ich habe alles beim ersten Mal. Nein, war nicht der Fall. Und dann waren das irgendwie ein 6 und dann habe ich halt Auto
und Motorrad zusammen gemacht. Und das war relativ günstig. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube 1,2 oder 1,4 für beides. Und somit hatte sich das wieder relativiert. Das, was ich halt am Anfang sehr viel für Moped bezahlt habe, habe ich dann halt da ja mehr oder weniger wieder rausgehabt bzw. halt eingespart. Das war ziemlich cool. Ja, und dann war das cool. Dann bin ich halt, ja, wie war denn das? Ich muss echt mal überlegen. Also ich habe dann, ja, na, mit 19 habe ich mir die erste FZR gekauft. Genau, mit 19. Und da war es halt so, dass ich mir die bei Mobile angeguckt hatte. Die stand für einen Tausender drinne. Also das heißt, da waren die schon nicht mehr teuer, weil das war irgendwie Baujahr 93 und das war ja, wenn er mal überlegt, wie lange das her ist, wenn ich jetzt 31 bin, ist es ja auch schon 12 Jahre her und da war die ja auch schon älter. So, okay, und dann habe ich mir die geholt und bin ein bisschen gefahren, aber auch nicht so viel. Ja, und dann war das auch gleich mit dem Führerschein abgeben. Das war dann direkt mit der Maschine, weil ich halt ein bisschen zu schnell war. Und dann musste ich halt einmal für einen Monat die Pappe abgeben. Ja, und dann halt immer mal, also dann halt zwischenzeitlich halt immer mal wieder ein anderes gehabt. Und dann halt auch hier und da mal ein Auto gehabt, aber das war es dann auch. Also ich war nie so der Vielfahrer und das hat sich ja jetzt innerhalb der letzten 3 Jahre halt extrem geändert durch meine Arbeit, klar. Also wie ihr sagt, einfach mal um euch da so ein bisschen Input zu geben, das Auto ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre alt und also das Arbeitsauto und hat jetzt 185.000 runter, also und es war neu, das ist schon einiges. Eine schicke G-Klasse, sehen wir gerne. So, Gang ist drin. Hier bin ich mal mit Lichtle gewesen und wir haben hier in Richtung rechts, sage ich mal, sind wir mit der Phantom geflogen, das weiß ich noch. Ich habe einen Krampf im Fuß, das ist unschön, also so im... Ah, nee, ist total ärgerlich. Das ist kacke. Oh, das ist richtig scheiße. Oh, irgendwie im Knöchelbereich. Oh, absolut unlustig. Nee, da muss ich kurz mal anhalten. Das möchte ich erst geklärt haben. Das will ich nicht so. So. Erstmal kurz... Ah. Das habe ich öfter mal, also ich habe es zum Glück nicht gehabt, dass ich jetzt so im Oberschenkel, das hatte ich zuvor auch immer mal beim Motorradfahren, das geht eigentlich momentan, aber wie gesagt, so Krampf ist nicht so lustig. So, ich denke mal, es geht. Weiter geht's. Beim Hin- und Hergucken merke ich noch, dass ich teilweise mit der GoPro doch mal ein bisschen an meine Schulter komme, das ist nicht so toll, aber gut. Es ist nicht alles Gute beisammen. Ach so, ja, wie gesagt, und es kam ja die Frage, oh, hier miteinander fahren und sowas. Da habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Video gesagt, wie gesagt, dürft ihr gerne machen. Also, das ist kein Thema. Also, wie gesagt, ich könnte halt das bei Facebook ankündigen. Das könnte ich machen, wenn euch das gefällt. Ja, das ist, glaube ich, das Einfachste. Einfach bei Facebook so, ich mache jetzt eine Runde oder so. Ich würde heute eine Runde fahren oder so. Und dann könnte man das ja bringen. Wir wollen bleiben. Ja, naja, gucken wir mal. Ach so, und was mir noch aufgefallen ist, ist halt, dass ich, das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, dass ich viele Sachen halt viel besser sehe als ihr auf der GoPro.
finde ich natürlich auch schade, weil ich habe dann Sachen gesagt irgendwie, ach ja, da und da hier mit der Viper zum Beispiel, ach, da ist eine Viper, und da hat man halt auf der Kamera halt fast nichts erkannt. Das ist halt echt schade. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn das so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann.